Guck mal hier, eine Halskette, die eine Wanze ist. Ja, wirklich, ich habe hier die sogenannte Omi-Halskette um den Hals. Vorher hieß die Friend und die kostet 60 Euro. Da ist ein Mikrofon drin und die hört permanent zu. Also wirklich permanent. Die schickt die ganze Zeit Audiodateien in die Cloud und lässt die dort transkribieren. Ja, und das alles wird gespeichert und zusätzlich gibt es auch eine Zusammenfassung jedes einzelnen Gesprächs, was ich so führe. Also jedes Gespräch, was ich erlebe, egal ob privat oder beruflich oder sonst was. Und noch krasser, Omi verspricht, dass es aus dem ganzen täglichen Laberbrei einzelne Termine raushört und die dann automatisch in meinem Kalender speichert. In diesem Video finde ich heraus, ob man womöglich eine Straftat begeht, wenn man das Ding benutzt und auch, ob das Gerät die versprochenen Funktionen wirklich liefert. Kleiner Spoiler schon mal, ich habe zwischendurch wirklich dran gezweifelt, ob das wirklich wahr ist, was ich da auf meinem Smartphone-Display gesehen habe. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Also wenn ihr euch auch so einen Spitzelanhänger kaufen wollt, dann sind euch eure Privatsphäre und eure persönlichen Daten wahrscheinlich ziemlich egal. Aber wenn euch eure eigenen Daten am Herzen liegen, dann könntet ihr euch mal Incogni anschauen. Die sponsern nämlich dieses Video. Ja, und Incogni, das ist ein Dienst, der automatisch eure persönlichen Daten aus den Fängen von Datenhändlern befreit. Ja, es gibt leider hunderte von diesen Datenhändlern, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Servereinbrüchen bekommen haben und die dann verkaufen. Ihr kennt das ja vielleicht, euch ruft eine unbekannte Nummer an und ihr denkt, ah, es könnte was Wichtiges sein und dann soll euch doch nur irgendein Quatsch angedreht werden. Oder ihr bekommt korrekt an euren Namen adressierte Mails, die aber letztendlich auch nur Spam sind. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Daten von Datenhändlern kommen. Mit DSGVO und Co. gibt es zwar die Möglichkeit, einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsstet ihr halt jede einzelne dieser Firmen anschreiben. Incogni nimmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch aus Hunderten von Datenbanken. Mit dem Couponcode CT3003 bekommt ihr unter incogni.com/CT3003 60% Rabatt aufs Jahresabo. Werbung Ende. Also, das hier ist der Omi-Anhänger. Und falls ihr jetzt denkt, hä, da war doch neulich schon mal so ein Ding Thema bei 3003, das hieß aber Friend oder so. Ja, das ist korrekt. Da ging es aber nur um die Ankündigung eines solchen Mithöranhängers. Und wir haben ja jetzt einen da. Kurzfassung, es gibt einen kommerziellen, nicht-Open-Source-Anhänger, der heißt Friend und ist bislang nicht erhältlich. Es gibt aber auch einen Open-Source-Anhänger, der schon länger in Entwicklung ist. Und ja, der hieß bislang auch Friend, wurde aber nun in Omi umbenannt. Und das wird vermutlich mit dem nicht-Open-Source-Friend-Anhänger zu tun haben. Die haben ihr Produkt nämlich laut United States Patent und Trademark Office als Marke angemeldet. Nick Shevchenko, der Macher des Open-Source-Anhängers, ja, der hatte ja zwischenzeitlich auch einen Rap-Diss-Track gegen den anderen Friend-Macher hochgeladen, aber okay. Ich habe hier jetzt also die Open-Source-Variante namens Omi um den Hals hängen und da ist tatsächlich nicht nur die Software Open-Source, sondern auch die Hardware. Man kann sich das Ding mit Standardbauteilen und einem 3D-Drucker selbst bauen. Also ich muss jetzt selber nochmal auf die Bezeichnung gucken. Seed Studio Shao NRF52840 Synthboard ist das Herzstück. Da muss man ja allerdings noch einen Akku einbauen und das Gehäuse 3D drucken und einen Schalter einbauen und so. Da hatte ich keine Lust zu, deswegen habe ich das Ding komplett bestellt. Das hat dann inklusive Versand 60,90 Euro gekostet. Ja okay, und dann hat der Zoll halt nochmal 17,38 Euro obendrauf berechnet. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ist auch egal. Jedenfalls sieht das Ding tatsächlich auch sehr selbstgebastelt aus. Also hier ist auch lustig, dieser definitiv mit der Bastelschere ausgeschnittene Dankezettel. Aber auf jeden Fall hat das Teil auf Anhieb funktioniert. Ich habe die benötigte App auf meinem iPhone installiert, auf Koppeln gedrückt. Ja, und fertig. Das war wirklich sehr unfrickelig. Ja, und jetzt ist das Teil wirklich permanent mit meinem Telefon verbunden und transkribiert alles. Ich kann euch jetzt auf jeden Fall mal live zeigen, wie das da funktioniert. Test, Test, Test. CT3003 ist der tollste YouTube-Kanal der Welt. Schubidum, Schwuppdizität, Lieblingswort. Ich heiße Keno und wohne in Hannover und sage komische Sachen ins Mikrofon, um die Transkription zu testen. Und eigentlich müsste das da jetzt stehen. Ich kann leider nicht sehen, was da gerade passiert. Aber theoretisch müsste das gerade mit transkribieren. Ja, und dieses Transkribieren, das macht es halt wirklich den ganzen Tag. Anders als zum Beispiel bei aktuellen Google- oder Samsung-Smartphones, die ja lokal auf dem Gerät transkribieren können, macht Omi quasi eine Standleitung zu dem Transkriptions-Cloud-Service DeepGram auf und streamt da permanent
alles hin, was das Mikrofon so hört. Also der OMI-Anhänger ist mit Bluetooth mit meinem Telefon gekoppelt, das Handy streamt das Audio zu Deepgram und Deepgram schickt Text zurück. Und pro Stunde gingen da bei meinem Test übrigens mehr als 80 Megabyte Daten rüber. Also gerade unterwegs mit Mobilfunk-Internet kann das teuer werden. Und die permanente Übertragung geht natürlich auf den Akku des Telefons. Der Akku vom OMI-Anhänger selbst, der hält erstaunlich lange, nämlich bis zu 6 Tage lang. So, aber jetzt wird's krass. Man kriegt nicht nur jedes im Alltag gesprochene Wort als Text geliefert, sondern die Software erkennt die jeweiligen Gespräche auf und fasst sie dann zusammen. Das passiert natürlich auch in der Cloud über einen KI-Dienstleister. Kurzer Einschub, ganz wichtig. Ich habe natürlich bei meinen Tests immer alle Personen vorher um Erlaubnis gebeten, dass ich die Gespräche mit dem Ding hier transkribieren lasse. Ne? Also ganz wichtig. Ja, und auf jeden Fall funktioniert diese Erkennung und Zusammenfassung gruselig gut. Also da habe ich manchmal wirklich gedacht, ist das jetzt Zauberei oder was? Also ohne, dass ich irgendwas mache. Also ich sage jetzt nicht, hier fängt jetzt ein neues Gespräch an, hier hört das alte auf, sondern das klappt alles komplett automatisch. Achso ja, und die Gespräche können auf Deutsch sein, aber die Zusammenfassung zeigt die App bislang nur englischsprachig an. Hier seht ihr zum Beispiel die Zusammenfassung eines 3003 Team-Meetings. Und das stimmt tatsächlich alles. Und das Krasse ist, dass da sogar Action-Items rausdestilliert worden sind. Also konkrete Aktionen, die einzelne Teammitglieder machen wollen. Und noch krasser, wenn das System irgendwo im Gespräch einen konkreten Termin raushört, kann man sich den auf Wunsch automatisch in den Kalender eintragen lassen. Und auch das, muss ich leider sagen, hat in meinen Tests gut funktioniert. Also das System hat seinen eigenen Namen falsch geschrieben, also OMI mit H und auch Heizkette statt Halskette gehört. Aber naja, steckt noch in den Kinderschuhen. Das Erstaunliche ist sowieso, dass die Transkription oft unvollständig ist und auch so, ja, und so komisch fragmentarisch. Aber dass die Zusammenfassungen daraus sind trotzdem gut, weil, ja, die KI schließt die Lücken. So, und jetzt denkt ihr wahrscheinlich zwischen so einem Arbeitsmeeting und so einem privaten Gespräch, da liegt ja sicherlich auch einige Zeit Pause dazwischen. Ja, ich habe deshalb mal als Experiment 2 Ausschnitte aus YouTube-Videos direkt ohne Pause hintereinander abgespielt. Und zwar mit exakt den gleichen Sprechern und um das noch etwas schwieriger zu machen, sogar mit Regiolekt. Also einmal Elden Ring, die ganze Geschichte auf Hessisch und einmal Halo, die ganze Geschichte auf Hessisch. Beide von Game 2. Und ja, das OMI-System hat die Themen nicht nur korrekt erkannt, sondern auch wirklich gut zusammengefasst. Achtung, wenn ihr keine Spoiler zu den Spielen sehen wollt, mal kurz vorspulen. Ja, das habe ich wirklich einfach direkt hintereinander abgespielt und hat sofort alles erkannt, obwohl es die gleichen Sprecher waren. Oder hier bin ich einfach Schuhe kaufen gewesen und ja, das wurde auch erkannt. Ich habe wirklich Schuhgröße 47. Also die OMI-Software packt dann auch an jedes Gespräch so ein Tag dran, also sowas wie Arbeit, persönlich, sozial oder Gesundheit. Ja, und ihr hört da vielleicht raus, dass ich das Ganze rein aus technischer Sicht sehr beeindruckend finde. Und ja, ich kann mir sogar vorstellen, warum man das praktisch finden kann. Alleine dieses automatische Termine eintragen, das finde ich schon auch ziemlich praktisch. Aber für mich steht auch ganz klar fest, dass ich das Teil nach diesem Test nicht mehr benutzen werde, weil das einfach allen anderen Menschen um mich herum total unfair und rücksichtslos gegenüber ist. Weil natürlich wollen die meisten Menschen nicht, dass ihre privaten Gespräche mit mir archiviert werden. Im Arbeitsumfeld ist das Ganze meiner Erfahrung nach etwas weniger unbeliebt, aber auch da gibt es natürlich viele Leute, die das verständlicherweise nicht wollen. Interessant ist übrigens auch, wer eigentlich die API-Kosten für das ganze Zeug bezahlt. Also wenn ich mir hier die Open-Source-Version anschaue, dann muss ich da eigene API-Tokens reinwerfen. Aber hier in meiner Version, da ist das alles freigeschaltet. Das heißt, ich kann 24/7 Audio in der Cloud transkribieren lassen und zusammenfassen lassen. Das kostet ja Geld. Also der Macher von dem Projekt, Nick Shevchenko, ja, der sitzt in San Francisco, der ist 24 Jahre alt, hat schon 2 Startups verkauft und sagt, er sei ein Peter Thiel Fellow, also dem durchaus umstrittenen Silicon Valley Milliardär. Das kann also sein, dass das Geld von Investoren oder so kommt. Wir haben Shevchenko mal gefragt und bislang keine Antwort bekommen. Wenn da vor Veröffentlichung des Videos was eintrudelt, dann würde ich das hier jetzt reinschneiden. Ja, kurz vor Veröffentlichung des Videos hat sich Nick Shevchenko tatsächlich ganz freundlich bei uns gemeldet. Wegen Zeitzonenproblemen, sag ich mal, haben wir allerdings kein Interview mehr vor Veröffentlichung hinbekommen. Ich werde aber sehr wahrscheinlich trotzdem mit ihm sprechen und das, was ich rausbekomme, schreibe ich dann in einen angepinnten Post in die Kommentare. Wenn ihr noch was wissen wollt von ihm, könnt ihr mir das auch schreiben. Ich versuche, ihn das dann zu fragen. Aber ich habe am Anfang ja angekündigt, es gibt ja im deutschen Strafgesetzbuch den Paragraphen 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Und da steht drin, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt erstens das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf
einen Tonträger aufnimmt oder zweitens eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Ich versuche dazu noch eine rechtliche Einschätzung zu bekommen, die schneide ich euch hier gleich noch rein. Also wenn wir uns beide jetzt unterhalten und ich erzähle dir von meinem letzten Arztbesuch und ich weiß nicht, dass du gerade einen schönen Halsschmuck in deinen Nacken trägst, sondern dass ein Gerät ist, was unser Gespräch aufzeichnet, dann kann es sein, dass du dich strafbar machst, denn nach § 201 StGB wird geschützt die Vertraulichkeit des Wortes und insofern, dass nicht öffentliche Gespräche nicht aufgezeichnet werden dürfen. Etwas anderes ist es im Datenschutzrecht für jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten, also das Gerät speichert ja immer das Gespräch, ist es so, dass diese Daten, die da aufgezeichnet werden, eine Datenverarbeitung sind und eine Datenverarbeitung darf ich immer nur dann vornehmen, wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt. Und da die Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht derart tief sind, ist hier nur denkbar im Datenschutzrecht eine Einwilligung und mit der Einwilligung ergeben sich dann weitere Probleme. Beispielsweise ist es so, dass die Einwilligung immer widerruflich gegeben werden muss. Das bedeutet, wenn ich dir eine Einwilligung gebe, musst du gewährleisten, dass wenn ich die Einwilligung widerrufe, dass dieser Widerruf auch gegenüber dem Anbieter dann durchgesetzt wird. Und das ist oftmals schwer umzusetzen. Schwierig ist auch die Tatsache, dass Einwilligungen dokumentiert werden müssen, denn sonst könnte ich ja sagen, ich habe dir gar keine Einwilligung gegeben. Dann ist es schwierig, dann bist du in einem Beweisproblem und müsstest mir dann sagen, ja, nein, du hast mir ja aber aufgeschrieben, du hast mir deine Einwilligung gegeben, hier steht das. Also das ist in der Praxis eigentlich kaum umsetzbar. Dann muss die Einwilligung auch informiert erfolgen. Das bedeutet, du musst mir erzählen, wenn du dieses Gerät nutzt, was alles da passiert in der Datenverarbeitung. Und da wird es immer ganz schwierig bei KI, wenn selbst Entwickler beispielsweise nicht genau wissen, was die KI macht. Willst du mir denn dann erzählen, was KI mit meinen Daten macht? Insofern haben wir hier auch ein Problem. Und dann habe ich noch gar nicht angefangen von Geschäftsgeheimnissen. Also beim beruflichen Umfeld ist ein Einsatz von solchen Geräten definitiv abzusehen. Mein Fazit. Also die KI-gestützte, komplette Selbstbespitzelung, die scheint ja wirklich für viele Leute sehr interessant zu sein. Also nehmen wir mal Microsofts geplante Recall-Funktion oder halt, dass solche Ganztagesaufnahmegeräte direkt von zwei unterschiedlichen Startups parallel entwickelt werden. Aber bei mir und bei euch, also wenn ich mir eure Kommentare so anschaue, stößt solches Zeug eher wenig auf Gegenliebe. Also wie man überhaupt auf die Idee kommt, so ein Teil fürs Privatleben benutzen zu wollen. Also das Problem mit der Unfairness gegenüber meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern habe ich ja schon erwähnt, aber stellt euch mal vor, irgendwer bekommt Zugriff auf die Transkripte aller eurer privaten Gespräche. Also da dreht sich mir wirklich der Magen um und ich denke, dass das nicht nur mir so geht. Ich finde aber auf jeden Fall wichtig, darüber zu berichten, weil ich möchte gerne wissen, dass da draußen solche Hard- und Software existiert. Für berufliche Meetings sehe ich sowas allerdings differenzierter, allein weil da ja oft manuell mitgeschrieben wird, also oft auch in die Cloud mitgeschrieben wird. Also das jetzt zu automatisieren, dagegen sprechen zwar auch ein paar Sachen und zwar natürlich Falschtranskriptionen, die können, wenn man sich da ohne Überprüfung darauf verlässt, natürlich für riesige Probleme sorgen. Natürlich kann bei menschlichem Mitschreiben auch mal gesagt werden, so das und das mal jetzt bitte nicht notieren, das ist jetzt nur für diesen Raum. Aber ja gut, da kann man vermutlich irgendwie mit umgehen. Das ist ja auch längst eine Funktion, die zum Beispiel Microsoft in Teams anbietet. Aber eine komplette 24/7 Aufzeichnung des Alltags. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die da keine Bauchschmerzen haben. Oder? Gerne in die Kommentare schreiben und gerne abonnieren und gerne mal unser CT-Sommerangebot angucken. Ihr bekommt da nämlich 6 CT-Ausgaben für 17,70 Euro und kriegt da obendrein noch ein Heise Plus-Abo für 3 Monate obendrauf. Damit könnt ihr nicht nur alles hinter der Paywall auf Heise Online, sondern auch auf komplette Magazine, also CT, X-Mag and iMac und CT-Fotografie zugreifen. Die 17,70 Euro wären nur fürs reine Digital-Abo. Für 20,55 gibt es das Ganze auch zusätzlich mit dem Print Heft per Post. Link ist in der Beschreibung und ja, der heißt wirklich ct.de/surf mit Keno.